Heike Henzel ist bei mir, die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Linksfraktion hier im Bundestag und auch die Leiterin des Arbeitskreises Außenpolitik. Frau Henzel, guten Tag. Guten Tag. Sind Sie überrascht von diesem engen Rennen? Also ich habe von Beginn an kein gutes Gefühl gehabt, dass das eine sichere Sache, so wie etliche Demoskopen das ja vorher gesagt hatten, für Joe Biden wird. Aber dass nun die ganze Sache wirklich auf der Kippe steht und dass es so eng ist, hatte ich auch nicht erwartet, muss ich sagen. Und bin natürlich bestürzt vor allem über das Agieren von Donald Trump in den letzten Stunden. Manche sprechen ja von Staatsstreich ähnlich. Vorgehen, sich zum Sieger zu erklären, währenddessen ausgezählt wird, ist absolut inakzeptabel und ja demokratiegefährdend für die ganzen Vereinigten Staaten. Rechnen Sie denn damit, dass die Gerichte über diese Wahl entscheiden müssen? Das ist durchaus möglich. Biden hat auch schon angekündigt, sollte Donald Trump vor den Supreme Court ziehen, wird er es auch tun. Das kann sehr gut sein, dass sich das hinzieht und dass wir hier jetzt eine wirklich juristische Auseinandersetzung über den Wahlsieg womöglich bekommen. Sie sitzen ja auch im Auswärtigen Ausschuss, der heute getagt hat. Wie ist da so fraktionsübergreifend die Stimmung? Da war natürlich Bestürzung, auch aufgrund des Verhaltens von Donald Trump und auch wirklich, muss man sagen, der Fehlanalyse auch vieler demoskopischen Institute über die Voraussagen eines möglichen Wahlsiegs von Joe Biden. Das war, glaube ich, ging durch alle Fraktionen. Und wir sehen natürlich jetzt auch mit großer Sorge, wie sich das innerhalb der Bevölkerung im ganzen Land entwickelt. Kann zu Unruhen kommen. Wir wissen, dass Donald Trump seine Anhänger versucht zu mobilisieren und dass wir da auch richtige Auseinandersetzungen auf der Straße bekommen können. Wenn es denn zu solchen Auseinandersetzungen kommen würde und ein Sieger würde feststehen, glauben Sie dann, dass dort überhaupt Kapazitäten sind, um Außenpolitik zu machen? Generell die Außenpolitik im Moment im Wahlkampf war auch kein großes Thema. Es ging wirklich um die Spaltung des Landes selbst, um die Innenpolitik. Und egal, wer jetzt am Ende der Gewinner sein wird, es wird die USA, glaube ich, über Jahre beschäftigen, vor allem diese Spaltung der Gesellschaft auch wieder aufzuheben und eine neue Innenpolitik für dieses Land zu machen. Ich glaube, dass viele der Ressourcen in diese Richtung gehen werden und insofern finde ich auch, ist die EU und die Bundesregierung gut beraten, auch nicht immer nur auf die USA zu schauen und zu warten, was von den USA kommt. Es ist überfällig, dass wir eine eigenständige europäische Außenpolitik formulieren, die natürlich nach unseren Augen friedlich ausgerichtet sein muss, auf Kooperation und die sich auch um ein gutes Verhältnis mit Russland und China bemüht, was ja auch im Gegensatz vor allem zu Trump steht, der ja einen Wirtschaftskrieg gegen China nach wie vor führt. Und was würden Sie aber trotzdem sagen, was erwarten Sie von der Bundesregierung in Bezug auf die USA? Wie soll das transatlantische Verhältnis in Zukunft gestaltet werden? Ja, auf alle Fälle ein Verhältnis, in dem eben nicht die USA dominieren. Wir haben das ja und einseitige Entscheidungen fällt. Wir haben das ja auch erlebt mit dem Abzug von US-Soldaten, den Abzug begrüßen wir. Aber es zeigt ja, dass die Bundesregierung hier ja kein Partner auf Augenhöhe ist, sondern eigentlich nach wie vor sich nach den Interessen der USA richtet. Ich glaube, das ist überfällig, dass es eine Neuausrichtung in der Außenpolitik bedarf. Und dass man hier auch klare Worte findet bezüglich dem, was im Moment in den USA passiert. Sollte Joe Biden gewinnen, was erhoffen Sie sich dann? Da erhoffe ich mir natürlich einerseits, dass die USA in einige internationale Abkommen zurückkehren wird, auch die Vereinten Nationen stärken wird in ihrer Arbeit. Aber gleichzeitig hat auch Joe Biden ähnliche Positionen in der Außenpolitik, was Militärintervention angeht, zu seinen Vorgängern, demokratischen Vorgängern. Er hat auch jetzt schon einen harten Kurs gegenüber Russland angekündigt. Also da erwarte ich mir nicht unbedingt nur Verbesserungen in der Außenpolitik, denn Joe Biden hat auch in der Positionierung, was Nord Stream 2 angeht, keine anderen, unterscheidet er sich nicht groß von Donald Trump. Also da, deswegen ist es ja so wichtig, dass wir eine eigenständige Außenpolitik entwickeln.
Die Einschätzung von Heike Hensel. Vielen Dank dafür.